La tratta dell'Albula e del Bernina della ferrovia retica è stata inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. La ferrovia retica è così la terza ferrovia mondiale ad ottenere questo riconoscimento UNESCO. Lungo i 122 fantastici chilometri di Milano a Chiusis, il percorso si snoda su 196 ponti, attraverso 55 gallerie e toccando 20 comuni. A differenza del resto della rete della ferrovia retica, la linea del Bernina è alimentata con corrente continua da 1000 volte. Nel 2010 la linea del Bernina celebrerà il suo centenario. Da quando nel 1910 è entrata in funzione, essa è l'unica delle ferrovie belgiche ad attraversare le Alpi ad aperto, viaggiando da Tirano, 429 metri sul livello del mare, fino ai ghiacciai del Passo di Vergine, a 2253 metri. Die Albula und Skalina-Strecke der Rätischen Bahn ist im Jahr 2008 in die UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen worden. Damit ist die Rätische Bahn weltweit jetzt die dritte Eisenbahn, welche von der UNESCO das Welterbe-Label erhielt. Auf 122 wunderschönen Kilometer von Tirano nach Tusis führt die Strecke über 196 Brücken durch 55 Tunnels und an 20 Gemeinden vorbei. Im Gegensatz zum übrigen RHB-Netz wird die Berliner Linie mit Gleichstrom 1000 Volt betrieben. Im Jubiläumsjahr 2010 wird die Berliner Linie 100-jährig. Seit ihrer durchgehenden Inbetriebnahme im Jahre 1910 überquert sie als einzige Schweizer Bahn offen die Alpen und bringt sie von Tirano auf 429 Meter über Meer zu den Gletschern des Berliner Passes auf 2253 Meter.